Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge City War Nation und mein Stuhl knatscht mal wieder. Perfekt. Moment, so. Okay, und zwar folgendes, es ist Sonntag und heute ist der letzte Tag, wo wir noch Quests erledigen können. Ich glaube, es wird diesmal so sein, zum ersten Mal, dass wir nicht alle drei Quests erfüllen können, weil ich schaffe es nicht in dieser Folge jetzt noch hier beide Türme bauen zu können. Ich kann jetzt auch nur noch eine Folge aufnehmen. Von daher werde ich jetzt mal schlafen gehen. Aber ich werde das jetzt auf jeden Fall noch machen mit den Dorfbewohnern, diese Folge. Auf jeden Fall. Hier erstmal schlafen. Dass wir wenigstens zwei Quests erfüllt haben. Und dann passt das auf jeden Fall. Besser als nur eine Quest erfüllt zu haben. Hier müssen wir auch nochmal ein bisschen was umbauen hier. Mit Erde. Geil. So, ich hoffe jetzt diesmal wirklich extrem, dass mir keiner nachschaut. Einfach, dass ich das machen kann in Ruhe. Das wäre echt blöd, weil es gibt auf jeden Fall Leute wie Stormy, die wollen heute noch aufnehmen. Da wollte ich gar nicht rein, ich wollte da rein. Und von daher hoffe ich mal nicht, dass jetzt... Aber ich glaube, Stormy will genauso seine Quest erledigen. So, was ist das für ein Buch? Questbuch, okay. Gut, dann werde ich mir noch ein bisschen Material besorgen, dass die Dorfbewohner das einigermaßen da schön haben. Und wir werden einfach in dieser Folge ein bisschen gemütlich bauen. Ich hätte jetzt eigentlich für die Folge so ein bisschen... Musik mit gleichem Live im Hintergrund anmachen können. Aber egal. Habt ihr zumindest Musik im Hintergrund? Immerhin das, ne? So, letztes Mal haben wir uns ja echt extrem geil ausgerüstet. Schärfe 4, Plünderung 3, Verbrennung 2. Das ist schon richtig krass und wow. Krass, Stärke 4 Bogen noch. Die Rüstung, richtig gut. So, davon brauche ich jetzt aber alles gar nichts, genau. So, ich brauche die Sachen hier. Mit Essen, eine Enderperle können wir auch mitnehmen. Und dann halt Bauzeug. So. Ich habe das Gefühl, ich bin immer die ersten 5 Minuten jeder Folge irgendwie hier unten und baue hier. Suche Ewigkeiten nach Sachen hier. So, das brauche ich auf jeden Fall. Und bis es dann mal losgeht mit dem eigentlichen Video. So, da Erde auf jeden Fall. Dann brauche ich Stein. Oh, Kies haben wir noch sogar. Oh, wow, okay, krass. Das da auf jeden Fall noch mitnehmen. Und sonst Wasser. Schaufel habe ich. So. Einfach so ein paar Sachen, die schöner machen. Okay. Und ja, okay, genug habe ich zum Craften. Alles klar. Vielleicht noch ein bisschen Cobblestone mit. Sollte ich bestimmt irgendwo rumliegen haben, oder? Da Steinziegel. Stein. Wenn man es mal braucht, ne? Dann ist natürlich nicht da. Ich mache gerade den einen Widerschädel zum anderen. So. Irgendwie haben wir jetzt keinen Cobblestone da? Ach komm. Haben wir doch eigentlich immer irgendwo da. Egal. Dann nicht. Ich kann auch einfach jetzt mal die Öfen mitnehmen, wie ich das gerade gemacht habe. Und irgendwo werden wir schon Cobblestone finden, wenn wir das brauchen. Fackeln brauchen wir unbedingt. Ja komm, die hole ich mir gleich noch. Ehe ich dann wieder 50 Mal hin und her laufe. So. Ich bin die ganze Zeit so voll nervös. Nebenbei die Aufnahme-Konfi offen. So, ich erwarte eigentlich im Moment, dass jemand kommt, aber... Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, weil ich denke mal, die Leute nehmen dann höchstens nach mir auf. Um die Quest halt auch erledigen zu können, ganz sicher. So. Und die Dorfbewohner nehme ich mir mit. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwelche Spawn-Eier haben. Wenn nicht, sind das erstmal die einzigen. Mir schade, aber ich meine, wir hätten schon mal irgendwo Dorfbewohner gehabt. Ich weiß es nicht. So, ich sehe gerade da unten ist ein Leck. Das werde ich auch manchmal mit Steinziegeln hier noch mal austauschen irgendwann. Ziemlich bald, vielleicht diese Folge noch. So, ah ja, stimmt. Oh Gott, wir müssen ja noch handeln mit den Dorfbewohnern. Ja, Mist. Als erstes mal mache ich ein bisschen Holz. Ein bisschen davon. So. Dann machen wir mal Türen. So. oder mal erstmal eine Kiste noch. Ja, glaube ich, ganz gut. So. Ich plötzlich einfach mal kurz hier ein bisschen Stuff reinzulegen. So. Oh Mist, ey. Wir müssen ja auch noch mit den Handeln. Das habe ich total vergessen. Noch eine Tür. Ich will auf jeden Fall, dass die sicher sind. Dass hier ja keine Mobs hinkommen. Klar, ganz verhindern kann man es nicht, aber. Hä? So, okay. An sich sollte es schon gut gesichert sein schon. Ich weiß nicht, soll ich die jetzt schon reinplatzieren? Ich baue lieber nochmal noch ein Haus. Ich glaube, das ist besser. So, wir bauen hier nochmal Weg hin. Ja, auf jeden Fall.
Der ist übrigens schon. Erstmal mach ich meinen Sound ein bisschen leiser. Bei Staffel 2 von House of Cards angekommen. Dann habe ich ja letztens mal hier mit Chris drüber geredet, als wir hier das angefangen haben zu bauen. Über die Serie House of Cards. Also ich muss echt sagen, diese Serie verwundert mich immer wieder aufs Neue, ne? Also was da. Ich will nicht so viel spoilern, also mache ich auch nicht. Also könnt ihr ganz entspannt schauen, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr gespoilert werdet in der Folge. Jetzt habe ich einen Kies in der Truhe. Aber es ist echt schon krass, was da für Sachen passieren. Mit den Sachen werdet ihr nicht rechnen. Also falls ihr die Serie verfolgen solltet, ne? Da kommen echt noch Sachen auf ihr zu, wo ihr denkt so, what? Ist es gerade wirklich passiert? Das ist so krass. Also die Serie entwickelt sich immer besser. Also mir gefällt die immer mehr und mehr. Schon cool, die Serie, muss man sagen. Ich mache das jetzt erstmal wieder zu so lang. So. Und dann könnten wir rein theoretisch... Warte, dann heiße ich das auch noch ab. So. Wo könnten wir denn hier ein Haus hinbauen? Soll ich hier Platz lassen für irgendwas? Ich lass mal... Soll ich Platz frei lassen? Ich lass mal Platz frei mal vorerst. Und fangen dann hier an, ein Haus hinzubauen. So. Nur so ein kleines. Und dann spawnen wir die. Auf jeden Fall. So, hier nochmal hinsetzen, dass hier nichts spawnt. Außer Dorfbewohner natürlich. Jetzt müssen wir eigentlich wieder dieses Holz nehmen, nicht das Eichenholz. So. Gut, gut, dann bauen wir da nochmal ein kleines Häuschen. Ich weiß nicht, sowas in der Art oder mehr in der Art? Ich würde sagen, das baue ich nochmal ein bisschen um zu so einer Art kleinen Schmiede oder sowas, dass wir hauptsächlich diese Holzhäuser haben, weil die einfach schöner aussehen. Ja, dann machen wir die mal so. Bis dahin und... Was ist denn das? Das Dreieck dazwischen. Ja, ist besser. Komm, ich habe schon eine Achse, kann ich die auch benutzen. So. Oh Gott, hast du mich gerade erschrocken. Weißt du das, dass du mich gerade richtig erschrocken hast? Oh ja, das weißt du. So, dann... Zack. Das war eins zu hoch. Ich bin echt gespannt, wie das hier wird mit den Dorfbewohnern. Ich hoffe einfach mal, dass sie nicht sterben. Das wäre so verdammt schade, wenn die sterben würden. Das wäre echt super traurig. So. Abbauen. Und ich hoffe mal, dass die Eisengolems ihr Eisen wert war. Ich meine, guck mal, wir haben so einen Eisenmangel. Wir haben uns einfach Eisengolems gegönnt. Ich weiß nicht, ob das so das Schlauste war von uns, was wir so gemacht haben, aber... Ja, ich hoffe, es lohnt sich einfach die Investition da rein. Das ist totaler Schwachsinn, was ich hier gebaut habe. Das ist nämlich etwas zu klein. So ein bisschen, aber nur. Nur so ein bisschen zu klein. Und ich hoffe mal, dass wir auch gute Dorfbewohner bekommen, mit denen wir jetzt noch handeln können. Weil das wird sonst nichts mit den Deals. Das wäre ja richtig blöd. Was? Also nicht, dass ich mir auch noch selbst diese Quests... Nicht, dass ich die selbst noch geschrieben habe, diese Quests, ne? Was denke ich mir dabei eigentlich so? Ich meine, wir haben zwei Dorfbewohner. Ich kann so ein Pech haben mit den Deals. Da muss ich wohl damit leben, ne? Wahrscheinlich. Wie die mich gerade angeguckt haben, der eine Golem hat mich gerade so richtig komisch angeschaut. Als ihr das gesehen habt, so im Augenwinkel. So. Und so. Okay. Dann die Erde wieder abreißen. So. Ich weiß, habe ich gerade für ein Schwert dabei. Schärfe 3 und Rückschuss. Guck mal. Das ist mittlerweile mein Ersatzschwert geworden. Schärfe 3 und Rückschuss, einfach so ein Ersatzschwert. Auch richtig gut. So, okay, dann nehmen wir das hier. So. Und hier können wir erstmal so ein Fenster reinmachen. Ja, doch. Dann machen wir hier zu. So, also wie gesagt, das sollen jetzt nicht so die krassen Häuser werden. Einfach nur so kleine Dorfbewohnerhäuser, wie sie halt sind. So. Perfekt. Dann halt hier gleich wieder eine Tür rein. So. Und hier natürlich wieder ganz normal Boden ausheben. Ah, da unten ist ja dieser Keller. Okay. Ja, das macht aber nichts, dass ich das jetzt hier irgendwie so mit Holz baue. Ich meine, das ist ja sowieso dann vielleicht mal so eine Art Notausgang oder so. Aber sonst ist das ja für nichts zu gebrauchen. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass es jetzt einfach so komisch von unten aussieht. Ich weiß gerne, wie das Haus aussieht. Aber es sind halt so Dorfbewohner. Also. So. Dann mache ich noch Türen. Aus dem Holz einfach mal. Von dem habe ich so wenig. Ich mach mal. So. Wir haben ja. So, ihr könnt jetzt mal in die Kommentare schreiben, auf was ihr tippt, ob das eher ein Fail wird mit den Dorfbewohnern oder ob das doch noch was Gutes wird. Also von dem, was wir da handeln können und ob ich die Quest in dieser Folge schaffe.
könnt ihr jetzt mal drauf tippen, wie das ausgeht. Ich bin echt gespannt, wie es ausgeht. Ich würde noch was Cooles craften, das sieht dann optisch ein bisschen schöner aus. Wie war denn das? War das so? Ja, perfekt. Weil dann sind diese Holzbalken dann nicht so offen. Dann machen wir einfach den hier und den hier so dran. Und dann sieht das schon mal ein bisschen besser aus, finde ich. So, du kriegst natürlich auch eine Fackel hier rein. So. Vielleicht richten wir das auch noch irgendwie den Dorfbewohner dann nach und nach so ein bisschen ein. Können wir auf jeden Fall machen. Ich will mich aber jetzt auf keinen Fall diese Folge hier irgendwie verkünsteln drin. So, Schwarzeichenholz. Und dann machen wir das zu. Ja, machen wir zu. So. Perfekt. Wie machen wir das Dach jetzt? Machen wir wieder so Treppen drauf? Ja, oder? Machen wir einfach mal. So, und dann reicht es fürs Essen. Aber ich habe auf jeden Fall hier richtig Lust gerade, in dieser Stadt zu bauen. Das macht mir richtig Spaß. Also, ich weiß nicht, wir können uns auch mal ein paar coole Themen überlegen. Oder wenn ihr jetzt sagt, so, hey, ich würde es mal voll cool finden, wenn du da und da drüber sprechen würdest. Dann schreibt mir doch mal einfach mal über die Kommentare, wenn ich über irgendein besonderes Thema sprechen soll, wo ihr gerade habt. Schreibt es einfach mal rein und dann suche ich mir mal die Themen raus von euch. Und dann bauen wir hier ein bisschen an der Stadt, während ich dann über die Themen mit euch rede. Also, ja, wäre auf jeden Fall mal eine coole Aktion. So, hier mit Fackeln noch rein. Sicher ist sicher. Soll einfach wirklich so eine mobfreie Zone sein. Sie ist jetzt schon kommen, ey. Wir haben das dann hier und dann zack, passiert direkt irgendwas. Irgendwie, also, dass irgendein Mob stirbt. Ein Dorfbewohner stirbt. Sie schon kommen. So. Sieht das jetzt was aus, wenn ich das so mache? Nee, ne? Aber so sieht das was aus. Wenn ich so mache, dann könnte ich so machen. Ah, versteht schon, ne? Wenn ich so mache, dann mache ich so. Alles klar. Ich hoffe, es sieht einigermaßen was aus, ja. So, dann. Das sieht überhaupt gar nichts aus mit der Erde. So. Die mache ich dann doch mal weg. So. Dann die Zäune wieder hin. Und ich bin perfekt aufgesperrt, so ungefähr. So. Okay. Das passt. Ich weiß nur, wie das optisch dann außen jetzt aussieht. Weiß nicht, ob mir das so gefällt. Auf jeden Fall für ein Haus reicht es erstmal. Fürs Erste. So, ja, ich meine, es gibt schönere Sachen, ne? Aber es ist so ein kleines... Ja, komm, es passt voll. So, also. Ich würde sagen, gehen wir mal ins Haupthaus. Von den Dorfbewohnern hier. Und spawnen jetzt mal die Villager. So, es sind sogar verschiedene. 13 Smaragde... What the fuck? 13 Smaragde Dia-Hose, okay. Und du? 1 Smaragd Erfahrungsfläche. Okay. Ich handle mal mit dir jetzt, mit den Erfahrungsflächen. Ich höre Zombies einfach jetzt schon. Ja klar, die werden jetzt natürlich hier angelockt, die Zombies. Und die versuchen jetzt hier unter allen Umständen reinzukommen. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wir werden das verhindern. Ich höre jetzt schon die Zombies hierher kommen. Er läuft sogar an mir vorbei. Also ich bin ihm total egal einfach. Hauptsache Villager, Villager, Villager. Okay, ich hole mal kurz zum Smaragde. Ich sollte noch welche haben. So, oh hallo Skelett. Du interessierst dich nicht so für Dorfbewohner, habe ich gehört, ne? Nicht so. Die Folge geht auch schon wieder richtig lange, glaube ich. Ich muss mir eben öfter mal angewöhnen, einfach diesen Timer immer bei mir zu haben. So, Smaragd. Ich habe auf jeden Fall mal welche gehabt, gefunden, das weiß ich. Ist ja gar nicht so lange her. Das heißt, wir haben Eisenblock. Oha. Guck mal Leute, wir haben hier noch einen Eisenblock. Und ich höre, ich habe Eisenmangel. Da habt ihr meinen Eisenmangel. Da ist nichts. Bin ich gerade so blöd? Was suche ich gerade? Was habe ich gerade gesagt? Ah, Smaragde, Alter. Ich habe gerade voll einen Blackout so gehabt. So. Hä? Da ist Smaragde. Nicht noch mehr? Warum auch, ne? Ja, okay. Und. Ja, das sieht echt kritisch aus mit dem Handeln, dass wir da. Ich glaube, wir müssen 3 Deals erledigen oder 4. Das sieht echt kritisch aus. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, weil ich weiß nicht, ob man sofort was noch einen neuen, okay, noch einen neuen Deal freischaltet, nachdem man, also man kann ja bei Dorfbewohnern so Deals freischalten. Ich weiß aber nicht, inwiefern das gleich klappt.
Wo ist hier der Mob? Ach, da und auf dem Dach. Ist ein Creeper. Super geil. Ich habe keine Pfeile. Was? Okay, jetzt habe ich Pfeile. Warte, Creeper, warte. So, weg da. Das war wirklich nah auf jeden Fall. Okay. Darf ich jetzt schlafen gehen, Leute? Darf ich? Wäre cool. Wäre echt cool, wenn ich jetzt schlafen gehen dürfte. Ich will mein gemütliches, warmes Bett. Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal noch. Ich glaube, bezweifle es stark, aber ich hoffe es jetzt einfach mal, dass wir im Gemeinschaftshaus Charakter haben. Ich wüsste nicht, warum da welche sein sollten. Ich habe es noch nicht so in Erinnerung. Aber man darf ja träumen. So. Ich gehe einfach mal jede Truhe durch. Ich gehe jetzt mal nicht nach irgendeiner Sortierung. Nicht, dass ich mich aufregt drüber, dass wir später am Ende doch was haben. Ja, da habt ihr jetzt drauf gehofft, dass da was drin ist. Ja, okay. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Schade. Okay, Smaragde haben wir also keine. Hoffen wir mal, dass wir sofort einen anderen Deal freischalten mit dem Dorfbewohner. Sonst sieht es schlecht aus. Aber wir haben dann trotzdem so Dorfbewohner endlich mal hier. Immerhin. Und dann haben wir halt auch einmal nur eine Quest geschafft, mein Gott. Na, wo bist du? Von wem rennt ihr denn weg? Sag nicht, dass schon einer tot ist. Ah, nee. Ach, ihr wollt Liebe machen? Da bin ich natürlich dafür. So. Kaufen wir es jetzt mal? Kann ich noch nicht machen, okay. Ach komm. Ist dein Ernst? Ich hab doch jetzt extra welche Sachen bei dir gekauft. Ah, wir haben 3 Deals gemacht. Moment mal. Wir haben 3 Deals gemacht. Ich muss ja nicht verschiedene Deals machen. Das wäre schon cool. Ich gucke jetzt gerade mal im Questbuch, ob ich es geschafft habe. Einfach für zur Gewissheit zu haben. So. Das müssen wir natürlich immer schön zumachen momentan. Wegen den hier. Wegen euch, ja. Genau wegen dir. So, wir gucken mal, ob. Bitte lass es nur 3 Deals sein. Das wäre so perfekt. Ja, also 3 Deals nur. Da wollte ich. Hier wollte ich hin. So, Questbuch 5. Achtung, Leute, Trommelwirbel bitte. 5 verschiedene Angebote. Was denke ich mir denn dabei? 5! Mann. Ach komm. Warum habe ich einfach nicht 3 geschrieben? Ich habe da. Ich glaube, ich habe das ein bisschen überschätzt. Oder hat Tim doch noch irgendwie solche Spawn-Eier? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Da ist nichts. Nö. Der hat dann hier sowieso so viel ungenutzt irgendwie. So, Spawn-Eier. Da sind Ocelot-Eier. Ja, sieht nicht so gut aus. Was ist drin? Hier habe ich auch keine Spawn-Eier in der Hinsicht mehr. Ups, das wollte ich gar nicht. Nur noch so welche. Hast du oben noch was, Tim? Hast du da noch was? Ein Bett, okay. Die Niggi hat sehr wahrscheinlich, denke ich mal, auch keine Spawn-Eier von. Oh shit. Von Dorfbewohnern, denke ich mal. Ah, ne, sieht sehr schlecht aus. Da sind auch noch Eier drin. Und hier ist ein Trank der Vergiftung drin. Aber, ja, Mist. Hat Chris noch welche? Ich meine, what the fuck, haben wir hier viele Tiere? Alter. Gönner. Vielleicht hier? Vielleicht habe ich Glück. Bei Chris. Aber wenn nicht, haben wir halt Pech gehabt und dann baue ich jetzt nochmal. Ich weiß nicht, wie lange die Folge geht. Machen wir so ein bisschen, nochmal 5 Minuten. Vielleicht einfach ein bisschen weiter dran an der. Im Dorf. Nee. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war Mission Failed. Leider. Ah, so schade einfach. Wir hätten das so viel besser machen können. Und Smaragde zu farmen ist jetzt sowieso total hoffnungslos. Bis man da mal Smaragde hat, ne? Das bringt gar nichts. Gut, ich kann da gucken, ob er noch Smaragde hat. Oder Dorfbewohner-Eier. no. Höchstens in der Stadt, Stadt 2 noch irgendwas rumliegt, aber warum sollten sie Dorfbewohner-Eier haben? Nee. Das war's leider. Gut, dann gehen wir da ein bisschen hin und bauen dann noch ein bisschen. Bei Tilo gucke ich jetzt mal auch nicht vorbei, ob der was hat. Oh, Alter, wurde ich gerade hochgeschossen. Hast du gut gemacht, muss man dir lassen.
Aber leider hast du jetzt ausgelebt. Ach guck mal, er haut ab, weil er wenig Leben hat. Ja, ja. Komm. So. Also wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwie ein Thema habt, über was ich mal reden kann mit euch. Hä? Aber du bist nicht angry auf die, oder? Als ob du... Hey. Oh, ist ein Zombie? Was? Was? Ich will einen Zombie... Warte, der ist locker da unten. Locker ist der da unten. Ja, okay. Klar. Okay, das kann die natürlich total verwirren, wenn hier Mobs spawnen, besonders Zombies. Das kann auch die Eisengolems verwirren, das ist gar nicht gut. Kurz mal Fackeln aufstellen. So, dass sie überall hell genug ist. So, okay. Okay. Passt. So wollte ich das ja gar nicht machen. Das soll ja ein schneller Weg sein. So, und vielleicht haben wir auch Glück, dass die sich so sehr lieben, die beiden. Lass dich ja fortpflanzen, die beiden. Sind die schon mal im selben Haus? Sie waren zumindest im selben Haus. Ja, du bist nicht angry auf die. Okay, hätte mich auch gewundert. Du magst mich ja nicht so sehr, dass du noch mehr handelst. Hä? Doch. Ich kann nochmal handeln. Jetzt habe ich 4 Deals gemacht. Ey, ich brauche einen verdammten Smaragd. Einen. Das gibt's doch nicht, oder? Ja, ein 13. Was hat er denn für, er hat einen Regenerationseffekt irgendwie. Habt ihr jetzt Liebe, ihr beiden? Habt ihr euch lieb? Sehr creepy aus. Okay. Die neuen Bewohner in unserer Stadt. Hallo, könnt ihr mal kurz für einen Screenshot? Dankeschön. Warte. So. Danke. Ihr seid auf dem Screenshot. Ich bin stolz auf euch. Okay. Ich würde sagen, ich beende jetzt einfach mal die Folge, dass sie nicht zu lange wird. Wir haben jetzt. Es ist so ärgerlich wegen eines verdammten Smaragds. So ganz kurz vor der. Lösung einfach von dieser Quest, ne? So knapp davor. Echt traurig. Ich komme gerade nicht drauf klar. Das ist so frustrierend einfach. Das ist. Ja, diese eine, weißt du? Der eine Smaragd, der gefehlt hat, um noch einen Deal zu machen. Oder habe ich viel mehr Deals gemacht, als ich schon gemacht habe? Wartet mal. Ich muss nochmal kurz wissen. Ein Smaragd sind 2 Dinge. Ah, ich kann... Wow. Wow! Geil, ich kann jetzt sogar weitermachen. Echt, kratz. Kratz an dich. Kratz. Hä? Hä? Ja, gönnt euch mal. Ich platziere jetzt einfach hier mal ein paar Türen. Vielleicht bringt das irgendwas. Das mache ich noch, bevor ich mich auslogge. Und dann gehe ich. Das kann ich mir nicht mehr mit angucken hier. Einfach nur traurig. Oh Mann. So knapp davor. Kurz weglegen. So. Okay. Können wir hier ein bisschen was weglegen. So. Okay, dann die Türen hier rein. So. Und dann platziere ich jetzt einfach mal dort ein paar Türen, weil die das noch nicht wissen. Dorfbewohner fühlen sich davon magisch angezogen von Türen. Hä? Was war dieses Geräusch? Alles von denen? Dieses Plop-Geräusch gehört? Achso, es war von hier, vom Setzen, okay. Wer denn hier? Oh, hier kommen Türen. Geil. Hä? Steht auch auf Türen, oder? Ich weiß nicht, wie ist das so? Macht das der Sound geil, oder? So. Ich platziere sie natürlich nur jetzt mal experimentweise. Was geht denn? Oh. Traurig. Jetzt fängt der Stress mit ihm an, oder was? Hm. Ja, echt traurig jetzt. Das kann ich schon wieder machen, aber es bringt mir einfach nichts. Das wäre jetzt echt noch die Erlösung gewesen. Ist echt traurig. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder hier bei den guten Dorfbewohnern. Und ich bin echt gespannt, wie sich das alles hier entwickelt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao. Euer Mystery.